Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Und ja, unsere rechte Flanke ist in Gefahr. Schleichen wir mal rüber. Ah, die haben eine Schlacht etabliert. Der Kampf auf der konföderierten rechten Seite geht weiter. Hier hat eigentlich noch kein Kampf stattgefunden. Weil die feigen Schweine in Blau sich hier nicht rangewagt haben. Oh Gott, jetzt haben wir hier Truppen abgezogen. Die kriegen wir jetzt natürlich nicht wieder, ne? Hier wäre jetzt Kavallerie geil. Wir haben hier hinten welche, aber hier waren ja auch Truppen. Die Kavallerie kam ja gar nicht durch. Aber mehr haben wir ja gar nicht, ne? Das ist Reserve. Hier hinten haben wir Einheiten. Und das ist der Rest von vorhin noch. Okay, das wird eine richtige Megaschlacht. Dann kommt die nächste. Der nächste Tag ist dann komplett wahrscheinlich, oder? Da kommen immer mehr. Aber rennen die alle hin? Butterfields fünftes Korps versucht, unser Zentrum zu stürmen. What? Butterfield? Das ist doch der Typ, den ich auch vorhin gejagt habe. Na, sollen sie mal kommen. Das sind alles ausgeruhte Soldaten hier. Haben sie die ganze Zeit die Eier geschaukelt. Stonemans drittes Korps greift an. Die Unionisten geben in der Schlacht alles. Bisher sehe ich davon nichts. Wenn ihr was anderes seht, dann schreibt es in die Kommentare. Bisher versucht ihr nur, wie hieß er, Cake, da anzugreifen. Die kommen alle von oben runter. Feige Schweine. Das ist ja hier der Telegraph. Prospect Hill war das hier, ne? Oh, was haben wir hier? Guck dir näher, hallo. Hä? Warum ist Heinrich hier hinten? Generell Heinrich, bitte nach vorne. Ach, das ist die Reserve, die jetzt hier reingekommen ist, ne? Joa, dann noch dahin. Und ich packe mich da auch erstmal ran. Die marschieren aber weiter südlich. Entweder um sich hier irgendwo sauber zu formieren, aber ich denke mal, hier was gesagt wurde, dass der Hauptangriff von hier hinkommt. Die 45.000 wurde ja hier gesagt. Da haben sie die drei Brücken gezeigt und 45.000 Mann kommen von da oben runter. Auf die warten wir ja noch. ...214 getötet. Ah, Cake rennt. Wird immer mehr. Oh, Cake versucht's nochmal. Ja, von oben kommt immer mehr. Also die ganzen kleinen Truppen, die wir da zerballert haben, gehen anscheinend Richtung Süden. Aber hier waren ja schon ein paar kleine Truppen, darum brauchen wir ihn jetzt nicht nochmal dahin zu schicken. Ich spule mal ein bisschen vor. Oh, Cake versucht es in der Mitte, aber Cake läuft.
Da in der Mitte wird es versucht. Ah, ihr braucht natürlich Ewigkeiten, um hier runterzukommen irgendwie. Aber es kommen immer mehr Einheiten von oben runter. Wenn wir natürlich jetzt hier mehr Kanonen hätten, dann wäre es natürlich ein Fest, ne? Aber so müssen sie auf Schussweite rankommen. Und ich glaube, die ersten dürften gleich soweit sein. Trick. Ah, ist alles schlammig halt, ne? Das ist. Wenn hier nichts wäre, dann würde ich jetzt schon wieder Supply geklaut, aber. Und es kommt noch mehr von oben. Aber noch nicht in Feuerreichweite, ne? Aber wenn sie diese Linie überschreiten, dann muss es endlich soweit sein. Aber diese Kanone hat kein. Ich schieb ihn nochmal hier hin. Die Kanone muss auch Spaß haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier gleich so einen Generalangriff machen oder generell so die alles nach vorne schicken. Und hier hinten ist einfach noch nichts. Ja, sind in Feuerreichweite. Kavallerie gesichtet, wo denn? Oh, da hinten. Da sollen sie mal kommen. Sollen sie mal kommen. Aber nicht, dass sie hier hinterlaufen. Ich ziehe sie noch ein bisschen weiter raus und es wird schon dunkel irgendwie. Das heißt, wir kämpfen bis in die Nacht oder was. Da oben steht die Zeit. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. 20.54 Uhr. Schicken echt ihre Kavallerie hier ran. Edge. Auf die Kavallerie, bitte. Nicht, dass sie umlaufen, darum stehen dann die hier so schräg. Gut, Devin hat schon mal die Schnauze voll. Nachladen. Und auf Gable. Feuer, Feuer. Hier auf den nächsten. Na, der rennt schon wieder. Dann auf Greg. Los, schießt sie weg. Super. Weg läuft. Alles kleine Trüppchen, aber Nerven. Da kommt ganz viel. Habt ihr das gerade gesehen? Da waren noch sau viele Kanonen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, die wollten in den Nahkampf. Nee, eins, zwei Kanönchen. Ich gehe gleich mal auf Suche hier. Hm. Ich glaube, ich verstärke die hier mal. Wir hatten ja hier noch Truppen, ne? Hier, du kommst hier mal rüber.
versuchen echt mit ihrer Infanterie, der Kavallerie da irgendwie durchzukommen. Da kommen noch mehr Truppen. Wir wollen echt mal ein Zentrum ausmerzen. Ich habe hier leider keine Kavallerie. Oh, das ist recht, da kommt noch mehr. Alter Schwede, ganz schön motivierte Leute sind das. Nicht auf meine Kanone schießen. Doch mal laufen da die Leute. Was sind das für motivierte Leute? Sind ja ganz schön motiviert. Ich hätte mir gedacht, bei den Einheiten, wenn die eine Salve abkriegen, dann rennen die schon wieder. Sind ja richtig motiviert. Was ist los? Ist der gerade hier ängstlich oder so? Habe ich hier keinen General? Der läuft. Du altes Stück Scheiße, du. Gehst du da wieder an den Posten? Glaub, mein Schwein hustet. Wo ist hier mein General? Ähnlich. Hier muss doch vom dritten Korb General sein, oder nicht? Hier ist Heinrich. Das ist auch Heinrichs Gruppe. Das ist ja ganz schön viel los da. Hey, warte mal. Das ist doch kein Punkt, den wir halten müssen, oder? Ah, doch, da hinten. Komm, jetzt hier ab hier. Die Mitte ist fast Geschichte. Alles in die Mitte. Aber wenn die in den Wald kommen, das ist doch scheiße, ist das. Das ist große Scheiße.
die Mitte dazu. Palmer, einfach auf die Mitte da. Irgendwas drauf schießen. Hier auch. Feuer. Genug zurückgezogen. Oh, die rennen. Das gefällt mir schon mal. Ich glaube, den ziehe ich da. Den will ich noch nicht abziehen. Aber den Punkt müssen wir ja halten. Zur Not machen wir hier dicht. Machen wir hier so auch noch was hin. Aber zur Zeit brauchen wir alle scheiße Leute in der Mitte. Das gibt's nicht. Schieß die doch zu Klump. Oh, jetzt geht's von da los. Der ist auch. Ich brauche Truppen. Ich brauche Truppen. Ah, schießt sie richtig zu Klump. Super. Muss da leider hin. Weil die 700 gerade hier ganz schön Schaden angerichtet haben. Und da ist schon wieder jemand. Hier unten ist gar nichts mehr quasi. Jetzt bräuchte ich hier Kavallerie, echt. Wir haben ja welche, komm her. No ist nur Fun. Lauf da mal rüber, guck mal, ob da jemand ist. Kommen wir mal rüber in den Wäldchen und gucken mal, ob da was ist. Kanonen geben wir sowas auf den Sack da auf der Seite. Hier scheint nichts zu sein. Erstmal ins Wald und in den Wald überlege ich weiter. Boah, Kanone ein bisschen näher ran. Los, hopp, 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 hopp. Doppelt so schnell an die Mauer da. Zacki, zacki. Gucken wir mal, was hier so ist. Gucken wir da rüber. Perfekt. So, Major Francis Starke wurde verwundet. Sind denn scheiße. Mochte ich. Ich mag sie alle. Der nächste Colonel Andrew wurde verwundet. Super. Der muss weg, damit wir die Mauer wieder einnehmen können, verdammt Scheiße.
Haben wir hier irgendeine Kanone im Hintergrund, die nervt. Oh nein, jetzt flüchtet er. Gut, eine Kanone haben wir gesichtet. Er rennt gleich den nächsten hinterher. Wo bleibt meine Verstärkung, verdammt. Gut, das war doof. Den Punkt kann man hier knicken. Ey! Das war's? Alter, scheiße, ich habe das, glaube ich, falsch verstanden, was MacBaguette, mein super Tippgeber, mir gesagt hat. Also die Mitte hätten wir stärken müssen. Ganz unten, da wo jetzt Heinrichs Armee war, der dritte Korb. Oh, ich habe das falsch in Erinnerung, scheiße. Da brauchten wir keine Einheiten. Das hätte ich, das, ja, kann man nicht wissen, ne, wenn man das nicht vorher gespielt hat. Wir haben Fredericksburg endlich da gesiegt. Holla die Waldfee. Einheit. Ich hätte jetzt gerne so eine Übersicht gehabt. Ach, da ganz unten. Die hatten nur 44.000? Aber auf der Mission waren irgendwie 70.000 bis 80.000 angezeigt. Und wir haben 5.000 Mann verloren? Oder? Nee, Verluste da unten. Oh, 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 oh. Ja, 8.000 kann man sagen. Und die haben 21.000 verloren. Und ich glaube, 8.000 habe ich gerade noch auf Reserve, ne? Scheiße. Schitte, schitte, schitte. Ich hätte gehofft, dass wir da irgendwie besser abschneiden. Ja, toll, eine Errungenschaft haben wir gekriegt. So, wir kriegen 312.000 Dollar. Ein paar Gefangene haben wir gemacht. Die ganzen schönen Supplywagen, die wir geklaut haben. Aber, oh, wir können jetzt ein fünftes Korb eröffnen. Das Tolle ist, mit Robert E. Lee haben wir, Robert Lee haben wir noch nicht mal das vierte richtig mit Männern ausgestattet. 11.800 neue Rekruten. Können wir unsere eigenen. So, was ist, wenn ich jetzt da? Kriegen wir 4%. Das heißt 2, 4, 6, 8, 10. Das ist dann bei Stufe 5. Ich mach das einfach. Ja, Stufe 3 wären schon 6. Ja, 8. Wir brauchen einfach Leute. Bei Truppen ist ja schon ja, 100% und Politik auch. Politik brachte nochmal, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, mehr Geld und mehr Soldaten. Wirtschaftlichkeit war ja dafür da, damit wir günstigere Händlerpreise kriegen. Ausbildung, dann werden Veteranen günstiger. Nachschub ist jetzt auch nicht verkehrt, aber ich würde jetzt gern ein bisschen die Medizin zumindest auf 10%, dass wir 10% wiederkriegen. Vielleicht bringt das ja was, ne? Ne, ihr könnt da nochmal sehen. Generell Lee hat ja komplett schon mal alles aufgerüstet und Heinrich kann sich das nächste aussuchen. Da wir viel Infanterie haben, nehme ich auch hier ja, gehe ich hier auch auf hier auf Infanterie. So, das ist echt ulkig. Generell Heinrichs Armee bis auf Grimes keine Verluste. Na gut, Johnson ist noch rübergelaufen. Ja, mein zweites Korb haben sie kaputt geschossen. Aber das geht eigentlich noch. Das waren hier, glaube ich, nur maximal 1500er. Das waren 2000er, das waren 2000er, das auch. Das glaube ich auch. Den haben sie ganz gut zerschossen, den Loomis. Ja, das dritte Korb haben wir hier auch. Derbe Verluste mit Trick. Ich weiß nicht, ob das ein 500er oder ein 2000er war. Das war auch 2000 alles hier, denke ich mal. Gut, aber wir haben jetzt insgesamt 14.000 neue Freiwillige, die wir irgendwie unterkriegen. Und ich glaube, damit können wir unsere Verluste wieder decken. Was ich nur schade finde, ist, wieder ein, zwei Offiziere draufgegangen sind.
Ja, bevor wir erst ein fünftes Korps gründen, wird hier erstmal Robert Lees Armee weiter ausgeschmückt oder ausgearbeitet. Der braucht ja auch Truppen und so weiter. So, was kriegen wir noch aus Washington? Quasi. Aber da können wir auch wieder 3500 Mann bekommen. Ein paar gratis Generäle oder Offiziere. Aber ich spare mir lieber das Geld und entweder nehme ich hier die 24er. Nee, es ist aber nicht die normale von Napoleon gewesen. Das ist eine andere. Nee, den wollen wir nicht. Ich nehme meistens immer nur das Geld oder die Leute. Mehr nehme ich hier nicht. Na gut. Gucken wir mal ganz kurz, wie geht's nächstes Mal weiter. Das überspringen wir mal. Ah, es sind nur zwei Schlachten nächstes Mal. 20. Dezember. Ja, die kämpfen echt im Winter. Mann, oh Mann, sind das harte Gentlemen. Die Wikinger haben eine Pause gemacht, glaube ich. Und die Briten damals auch im Mittelalter oder Frühmittelalter. Im Winter kämpfen, die spinnen doch, die Amerikaner. Ja, Stone River ist am 31. Dezember, also zum Neujahrsfight, ja? Geil. Echter, 4 Tage vor Weihnachten kämpfen sie da. 100.000 bis 105.000. Alter Schwede. Jetzt brauchen wir Männer. Alter Schwede. Na gut. Das wird was. Ich freue mich. Und ihr euch hoffentlich auch. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen, liken. Und wenn ihr mich generell mögt, dann abonniert mich. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.